Docke an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Docke an. Andockerlaubnis mich. Erteilt. Kommando akzeptiert. Dann gucken wir hier mal. Ja gut, das ist pro Schiff relativ wenig, was ich bekomme, aber zusammengerechnet ist dann doch schon was. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Andockerlaubnis erteilt. Noch ein Schiff. Navigation, Docke an mich. Andockerlaubnis erteilt. Ist halt Google Ads Monetarisierung. Ich kann damit Geld verdienen. Theoretisch könnte man das. Ich habe mal so oben gerechnet. Ich bin da drauf gekommen, dass man so pro View, das habe ich mit Social Blade so ein bisschen zusammengerechnet, bei mehreren Quellen mal geguckt, dass man pro View, Pi mal Daumen, 0,1 bis 0,5 Cent pro View bekommt. Das hört sich jetzt mal so im ersten Moment ziemlich wenig an. Und eigentlich ist es auch nicht so viel, aber es ist eigentlich doch schon was, wenn man es mal zusammenrechnet. Wenn ich zum Beispiel sage, ich hätte 1000 Views am Tag. Weiß ich, wovon ich sehr weit entfernt bin. Aber mal nur rhetorisch, theoretisch. Falsches Wort. Mal nur theoretisch. Ich hätte 1000 Views am Tag. Dann hätte ich bei 0,4 wären das 400 Cent am Tag. Das wären 40 Euro. Stimmt das? Ne. 4 Euro vielleicht. Ja, 400 Cent sind 4 Euro, nicht, boah, 4 Euro am Tag. Am Tag. Dafür, dass ich halt regelmäßig Videos mache. Es kommt halt immer darauf an, wie viele Videos man macht. Je mehr man einfach macht, desto mehr kann theoretisch auch geguckt werden. Ja, logisch. Jetzt werde ich immer mich um die Fracht kümmern. Energiezellen transferiert. Ah, das kann man so relativ schnell machen. Energiezellen. Energiezellen. Transferiert. Energiezellen. Transferiert. Okay. Dann schicken wir dann auch mal wieder los. ZL. Über Angreifer, Navigation, Docke an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Machen wir es lieber so. Docke an mein Ziel an. Kommando akzeptiert. Docke an mein Ziel an. Kommando akzeptiert. Gut, jetzt habe ich es ein bisschen dumm gemacht, aber egal. Docke an. Andockerlaubnis erteilt. Dann mache ich es einfach so. Kommando akzeptiert. Ich bin ja nicht blöd. Navigation, Docke an mein Ziel an. Erteilt. Kommando akzeptiert. Docke an mein Ziel an. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Dann kannst du knapp 4 Euro am Tag. Jetzt rechnet man das mal so auf einen Monat hoch. Bei 4 Euro im Monat sind es 120 Euro im Monat. Das ist eigentlich schon ziemlich viel. Da könnte man halt sagen, ey, man kann pro Monat 2 neue Spiele holen. Und die dann auch Let's Playen. Das macht halt wirklich nur Sinn, wenn man dementsprechend Views am Tag hat. Ich sag mal, in meinem Falle, ich würde sagen, ich würde sowas nur etablieren, wenn ich pro Tag 700 Views habe. Das sind dann umgerechnet knapp 2 Euro. Wenn man mit 0,4 Cent pro View rechnet. Wenn dann knapp 2 Euro am Tag. Das sind dann auch umgerechnet 60 Euro im Monat. Was dann schon einiges ist. Jetzt werden wir wieder mit den Einkaufen. Navigation, Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Navigation. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und das zweite Sonnenkraftwerk. Was haben wir sogar noch angewählt? Der produziert schon mal viel schneller als wir. Energiezellen. Und der Alpha Wing hat einen riesen Frachtraum. Sehr cool. Navigation, Docker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando
drücke gerade nur die ganze Zeit die Shortcuts Navigation, Docker an und dann einfach zweimal Enter drücken, weil mein Schiff sofort in der Liste als erstes angezeigt wird. Für die Leute, die sich fragen, was macht denn der, warum geht es so schnell, da blitzt einfach nur Menüs auf. Ist halt Gewöhnungssache. Also ich würde es nur etablieren bei so knapp 7 Reviews am Tag. Das sind 2 Euro am Tag und 60 Euro im Monat. Von 60 Euro im Monat kannst du sagen, du könntest jeden Monat ein großes Spiel hier kaufen oder sparen für Sachen. In meinem Fall, ich würde echt sagen, dass ich dann das komplette Geld für die Let's Plays auch ausgebe. Gut, wenn man irgendwann mal 200 Euro oder 300 Euro im Monat für Let's Plays bekommt, die kannst du nicht so leicht ausgeben, dann auch wieder für Let's Plays. Für Let's Plays, das wird dann ein bisschen schwierig. Weil so viel kannst du auch nicht zocken. Du musst ja auch die Zeit haben, das zu zocken, damit du das Geld dafür auch ausgeben kannst. Nö. Von daher, mal schauen. Das ist auch mal nur so eine Idee, ob ich sowas überhaupt mache. Energiezellen transferiert. Energiezellen. Ist dann auch wieder die Frage. Das geht schon so viel schneller. Machen wir nochmal einen Rutsch. Gelandete Schiffe. Das müssen wir mal so machen. Sonnenkraftwerk M Alpha. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Mach mal den und Navigation locker an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Wie viel Frachtraum haben wir eigentlich? Ach, genug. Wenn wir da noch ein bisschen was reinhauen, dann ist es okay. Habe ich erstmal genug Energiezellen vorerst. Muha. Ich meine, ich persönlich finde es total schlimm, wenn ich Leute sehe, die gerade mein erstes Video haben, aber Hauptsache schon Monetarisierung. Das lohnt sich doch überhaupt nicht. Mal ehrlich. Wenn man dann halt Geld durch Let's Plays für sich verdiene, dann werde ich das auch umsetzen für Let's Plays. Sei es, dass ich mir irgendein... Was für ein Schiff ist denn das denn? Teladi, Militär, Neuntöter. Ach, der Neuntöter. Auch kein so schönes Schiff, wie ich finde. Könnt ihr ja anders sehen. Ist ja mir egal. Würde halt gar keinen Sinn machen, wenn ich so wenig Views habe. Erstens und zweitens. Nee, ich war ja beim anderen Thema. Ich würde dann sagen, hey komm, ich gebe dann das Geld auch für Let's Plays aus. Also für neue Spiele. Sei es, dass ich halt ein neues Spiel hole oder dass ich sage, ja komm, ich spare mal ein bisschen und hole dann eine Konsole. Oder hole mir eine Capture Card für Konsolen und hole mir dann, was ich, irgendwie bei eBay eine SNES und dann irgendein Spiel und dann zocken wir irgendein SNES-Spiel. Sowas in der Richtung. Nein. Das tue ich nicht. Das ist nur Einbildung. Also ich komme heute im Moment andauernd auf falsche Tasten, ey. Dock an. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Andockerlaubnis erteilt. Dann machen wir das noch bei dem da. Dann das kaufen. Aufbauend auf dieser. Ups, das war falsch. So, dann Kommandos, das, ups, ne, zack. Andockerlaubnis erteilt, Kommando akzeptiert. Andockerlaubnis erteilt, Kommando, Andockerlaubnis erteilt, Kommando akzeptiert. Jetzt warten wir wieder, bis die Schiffe bei uns angedockt sind, damit wir wieder die Energiezellen ausleihen können. Wie gesagt, ich finde, es würde erstmal gar keinen Sinn machen, das zu etablieren, wenn ich eh so wenig habe. Mit dann halt in... Ich fange immer mit dem falschen Thema an und merke dann, oh, ich war ja bei was anderem schon. Ja, ich bin halt noch nicht so geübt in sowas. Es wird aber auch noch mit der Zeit kommen. Das Geld halt, dass ich dann sage, oh, ich hole mir eine Essenes und was ich sag mal so salopp Super Metroid und dann zocken wir das zusammen. Damit ich euch so auch Spiele auch zeigen kann. Sowas in der Richtung. Das werde ich aber erst etablieren, wenn ich 700 Views oder so habe. Dann macht das überhaupt in irgendeiner Weise Sinn. Und das wird eh noch ein bisschen dauern. Was ich aber eventuell machen werde, sind Monetarisierung an sich freischalten. Wenn ich das mache, heißt es nicht,
dass ich sofort Werbung auf meinen Videos habe. Das heißt nur, ich hätte die Möglichkeit dazu. Warenaustausch. Energiezellen transferiert. Geht denn das jetzt schon wieder nicht? Energiezellen transferiert. Oder muss ich hier Warenaustausch? Ah, okay. Energiezellen. Es wird eh noch dauern, bis ich so weit bin, denke ich mal. Ich meine, wir sind jetzt langsam so bei 100.000 Views, aber ich hatte ja auch zwischendurch so Pause und alles. Von daher kann man das gar nicht so gewichten. So, wir haben jetzt wieder Energiezellen und gucken mal, dass wir in weitere Teladi-Sektoren mit Flakartillerie-Produktionen kommen. Und hier, ich glaube in zwei Riesen war schon mal was. Nein, da war es ein Profizenter Alpha. Cluster Flakartillerie. Ist nicht Flakartillerie, aber fast das gleiche. Ist es eigentlich unter schwere Waffen auch zusammengefasst? Ja. Ist denn da schwere Waffen noch irgendwo? Silizium, bla bla bla, leichte Waffen, andere Gedöns. Dann springen wir mal dahin. Wir haben jetzt ein Energiezellen. Der Ende. Profizenter Alpha. Müsste es gewesen sein. Ne, PTN ihr Hauptquartier. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Und... Boah, ich glaube... Ne, ich hätte fast übersteuert gerade. Also, ich werde das vielleicht irgendwann mal einführen. Also, dass ich einführen, dass ich Monetarisierung habe. Das heißt noch nicht, dass ich Werbung auf meinen Videos habe. Das heißt nur, ich habe die Möglichkeit, das einzusetzen. Der Vorteil ist, wenn du Monetarisierung freischaltest, kriegst du automatisch Zugriff auf ein paar ganz nette Tricks. Schwere Waffen. Ja, hat 4 Flaks. Ja, das sind ja, passt doch, mehr brauchen wir ja gar nicht. Da haben wir alle Flaks, yay. Und sind immer noch nicht mit der Aufnahmesession fertig. Das heißt, wir können damit sogar schon ein bisschen Azure machen, wenn man so sagen will. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Ich krieg dann zum Beispiel so Sachen wie Thumbnails freigeschaltet, was halt richtig toll ist, dann kann man sich da nämlich nochmal kreativ austoben. Ich habe ja bereits im Announcement-Video gesagt, oder Announcement, dass ich mich darum bemühe, Kanaldesign und auch Kanallogo und alles mal so ein bisschen grund zu überarbeiten. Und wir sollten aufpassen, dass wir die Station nicht rammen. Mal ein bisschen grund zu überarbeiten, weil das, was ich habe, das sieht, naja, mehr oder minder kacke aus. Gelandete Schiffe, Kommandos. Bin ich jetzt auch nicht an den Underklammern? So, dass die nicht mehr andocken können. Was sind die Underklammern überhaupt? Ach, da unten. Also. Hier. Z und L. Zack. Kommandos. Navigation. Docker an. Ich hätte auch direkt Docker an mein Ziel machen können. Kommandos. Navigation. Docker an mein Ziel. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Da haben wir bestimmt genau noch eins produziert. Ne, Quatsch. Wir brauchen ja eh nur 4, von daher wäre es ja egal. Dass ich das ganze Design mal bearbeite und das dann mal hochlade. Ich bin halt, im Moment geht es schlecht, weil ich habe die nächste Woche Prüfung. Da muss man halt mal ein bisschen lernen. Also muss ich noch mal ein bisschen jetzt so in den letzten Tagen richtig Gas geben, um zu lernen und sonstiges. Aber... Danach hätte ich so ein bisschen die Zeit. Aber wie ich Zeit habe, das ist das Problem. Danach ist ein Schichtmonat. Wie ich es hinbekomme, weiß ich nicht. Und ob ich dann überhaupt bis Ende des Jahres hinbekomme, dass ich das Kanaldesign... Also, Kanaldesign mache ich ja nicht selbst. Da habe ich jemanden gefragt, ah, kannst du mir helfen? Die Person hat dann gesagt, ja, könnte ich dir helfen. 2 Flaks bitte. Mach 2 Flaks und Navigation Docker an mich. Die Sonne nervt gerade voll. Aber was das Logo angeht, habe ich richtig gute Ideen und die werde ich dann auch selbst umsetzen. Da ist schon wieder so ein Schiff. Gerade dabei zu überlegen, hier wieder was zu rammen. Muss man echt aufpassen. Also die KI in X-Ray Turn Conflict ist manchmal echt ja, interessant, sage ich es mal. Die soll ja in X-Rebirth besser werden und darauf hoffe ich echt mal. So, wir haben jetzt alle Flaks müssen... Boah, gehen wir nicht auf den Keks, Sonne.
Hehe. So, die kannst du vorne, können wir noch nicht machen. Dafür fehlt uns noch was und... Hä? Kanzel unten?